Hi Leute, ich grüße euch. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Suicide Squad Kill the Justice League. Einige von euch, die schon länger beim Kanal dabei sind, merken es vielleicht jetzt so, der Relix bringt immer mal wieder Videos zu Suicide Squad. Was ist mit dem los eigentlich? Ich habe es im letzten Video mal schon erwähnt gehabt. Ich habe mich in dieses Game irgendwie verliebt, als ich diese Gameplay-Präsentation entdeckt habe. Und heute möchte ich dieses Video machen, indem ich euch aufliste, warum das passiert ist, warum ich denke, dass das ein geiles Spiel wird in 2023. Und das wird neben Diablo 4 das Game sein, was ich mir jetzt rausgepickt habe, wo ich mehr Videos zu machen werde. Es heißt, Diablo 4 Content kommt wie immer, aber Suicide Squad Kill the Justice League, auch dazu möchte ich Content bringen. Und einige Gründe dafür, die werde ich euch jetzt im Folgenden nennen. Das erste ist der Detaillevel, den ich entdeckt habe, einfach in diesem Gameplay-Material. Wenn ihr zum Beispiel seht, da gibt es die Szene, wo Captain Boomerang von einem Gebäude runterspringt und er springt dann mit dem Kopf voraus nach unten. Das ist zum Beispiel so ein Detaillevel, wo mich einfach mega abholt, denn bei den meisten Spielen ist es einfach so, man springt irgendwo runter und der Charakter springt halt und fällt halt einfach so runter. Aber diese Dynamik, die dadurch aufgebaut wird und diese, ja, sag ich mal, Glaubwürdigkeit oder diese Coolness einfach, sagen wir es mal so, wenn jemand von irgendwo oben runterspringt und der geht dann mit Kopf nach unten darunter, das hat mega Style erstmal, finde ich, und zeigt einfach, in wie vielen Details Rocksteady hier schon am Machen ist, dass sie sowas machen. Das ist alles extra Aufwand, aber ich finde, das hat mega cooles Faktor und ich freue mich einfach, mehr davon, also mehr von diesem Detailgrad in diesem Spiel sehen zu können, entdecken zu dürfen. Denn diese kleinen, feinen Details sind es für mich, die ein Spiel besonders machen, und ich freue mich einfach, mehr davon zu sehen. Auch das Gleiche, wenn man zum Beispiel bei Harley Quinn sieht, wie sie sich mit diesem Enterhaken bewegt, wie sie sich da durchschwingt, diese Dynamik, die da entsteht, diese Geschwindigkeit, dass es nicht so statisch wie zum Beispiel bei Gotham Knights es war, mit dieser ganzen Fortbewegung, diesem Fortbewegungsmovement, und jeder Charakter hier, jeder Held seine eigene Form der Fortbewegung hat und die sehr, sehr cool gestaltet ist, meiner Ansicht nach, auch bei Captain Boomerang, wenn der Boomerang wirft und dann sich danach hin teleportiert und so. Das wirkt auf mich einfach mega cool und ich habe so Bock, das selber zu machen einfach, und ich finde, auf sowas kommt es an, dass man selber Bock hat, das zu spielen, wenn man es sieht, schon alleine bei einem Gameplay-Video. Punkt Nummer zwei, den ich halt einfach entdeckt habe, sind die Sounds und die Effekte, die mir da gezeigt werden. Das Geballer wirklich bei jeder Waffe, natürlich andere Schussgeräusche, das klingt knackig in meinen Ohren, da habe ich Bock drauf, das macht einfach Spaß. Dann natürlich die Sprüche, die die Helden ablassen, während sie da kämpfen, Kommentare sich gegenseitig machen, ironische, teilweise auch böse Sprüche, was man bei diesen Story-Trailern teilweise an Gesprächen hat oder einfach was da passiert, wo sie den Pinguin zum Spaß elektroschocken lassen und sich einfach einen Spaß draus machen. Diese ironische Art und diese böse, diesen schwarzen Humor einfach. Ich feiere das. Ich finde, das verliert sich immer mehr, weil man so vieles ja nicht mehr darf in unserer heutigen Zeit. Und ich finde das einfach cool, und wie Suicide Squad allein schon als Namensgebung und das ganze Thema einfach, was Suicide Squad mit sich bringt, ist so ironisch, so schwarzer Humor, so böse, so anti-heldenmäßig, und ich feiere das einfach. Ja, dass das noch möglich ist, ist wunderbar. Punkt Nummer 3. Es sind keine gewöhnlichen Superhelden. Das schließt sich eigentlich dem an, was ich gerade schon gesagt habe. Also für mich insbesondere King Shark sticht hervor. Ich habe immer persönlich genug von diesen normalen menschlichen Kriegern, die über sich hinauswachsen und dies und das. Ich möchte auch mal so untypische Helden spielen, die einfach, ja, was anderes sind als Humanoide, sage ich mal. Nummer 4.
Es ist ein flüssiges, sehr, sehr flüssiges Gameplay. Ich glaube oder denke mal, dass mir da keiner widerspricht, wenn man sich das anguckt. Wenn ich es jetzt vergleiche eben zu einem Gotham Knights, das war gut, habe ich ja schon mal gesagt. Ich hatte auch dort Spaß, aber es war halt auch sehr statisch und so eher, ja, hat mich eher an so frühe Konsolengames erinnert vom Kampfsystem, dass man dann die Gegner so anvisieren muss und sich dann so statisch nach vorne bewegt beim Angreifen und so weiter. Hier ist das alles sehr, sehr flexibel, dynamisch und flüssig einfach und sowas feiere ich einfach sehr. Der nächste Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht dass die letzten Punkte unwichtiger sind, nämlich Story. Also was man jetzt schon einfach mitbekommen hat, allein der Plot, ja, die Justice League töten, diese vier vom Suicide Squad sollen die Justice League töten. Also wer sich ein bisschen zumindest mal die Filme gesehen hat und welche Superhelden da drin sind, ja, Superman unter anderem, Batman, Green Lantern und so weiter. Justice League soll das schaffen. Das ist ein krasser Plot. Ich finde, da hat man doch einfach Bock drauf, rauszufinden, was passiert da? Schaffen die das? Wie schaffen die das? Also, ich finde, das Spiel hat einfach einen guten Plot, was neugierig macht einfach auf die Story, denn sie ist höchst ungewöhnlich und sehr, sehr aussichtslos, würde ich mal sagen. Das ist wirklich ein Selbstmordkommando, ja, wie man es ja auf Deutsch übersetzen würde. Mal schauen, was da passiert. Und der vorletzte Punkt ist Loot. Es gibt Loot, es gibt Loot-Boni, es gibt Affixe auf den Items drauf. Es gibt Set-Items mit Set-Boni und ich kann Builds bauen mit den Helden. Yes, das ist das, was ich mega feier und immer schon mega gefeiert habe. Neues, cooles, seltenes Zeugs finden, sich zu freuen, nur neuen coolen Effekt drin haben auf dem Item, wo dann der Kampf viel flüssiger, besser von der Hand geht, wo irgendwas mit meinen Talenten gut harmoniert und einfach Spaß macht, sich auf eine andere Art und Weise oder viel komfortabler oder viel tödlicher durchzumetzeln. Das ist geil. Loot Games ist das Thema von meinem Kanal. Deswegen Loot, yes, auf jeden Fall, Leute. Und last but not least, der letzte Punkt. Ich mag Spiele, die nicht enden. Also natürlich mag ich auch Spiele, die enden und ein Ende haben. Es gibt auch solche Spiele, die ich feiere. Aber ich mag auch einfach Spiele, die weiterhin mit Content supported werden. Ein Beispiel, was für mich jetzt einfach ist, ich komme halt eher aus der MMO-Schiene damals und da war klar, bei MMORPGs kommt immer neuer Content dazu. Ja, World of Warcraft ganz klassisch oder andere, viele andere MMORPGs, die ich gespielt habe, habe ich mich einfach gefreut, wenn neuer Content kommt und ich mag das auch bei Loot-Shootern, wenn neuer Content kommt. Zum Beispiel Outriders ist ein Spiel, was irgendwann geendet hat. Es gab zwar ein Endgame, aber es wurde nicht als Live-Service-Game rausgebracht und war dann auch keins. Ich habe das bei Outriders persönlich ein bisschen schade gefunden, denn gerade bei sowas wie Outriders hätte ich mir gewünscht, dass das regelmäßig mit Content versorgt wird, denn so hätte das Spiel deutlich länger mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es jetzt bekommen hat, dass Wordslayer deutlich später einfach noch als Update noch kam, als Erweiterung, aber dann das alles wieder quasi gegen Null geht, was da die Spielerzahlen angeht. Und ich freue mich einfach zu wissen, es kommen neue Helden, es kommen neue Missionen und es kommen neue Waffen. Und das sind, finde ich, drei wichtige Grundpfeiler für so eine Art Game, um weiter zu motivieren. Einen neuen Helden, der bringt mir eine neue Ästhetik, der bringt mir aber auch neue Fähigkeiten, Talente, neues Movement, neue Angriffsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und neue Waffen bringen mir neue Möglichkeiten für Boni und die ich dann wieder nutzen kann, um einen anderen Build zu bauen und so weiter. Und neue Missionen ist klar, ich erlebe mehr von der Story. Ich kann vielleicht neue Zonen, Areale besuchen, neue Feinde treffen und so weiter und so fort. Also deswegen, ich freue mich auf dieses Game. Rocksteady, hoffe ich einfach, dass sie das bauen, was ich denke, dass sie da bauen und schon gebaut haben, mit dem Detailgrad, den ich auch am Anfang schon erwähnt habe. Und wenn sie das so machen, gepaart mit der Story und einer coolen Atmosphäre, coolem Loot, coolen Effekten, dass es einfach spannend ist in allerlei Hinsicht, dann glaube ich, dass Suicide Squad Kill the Justice League ein mega geiles Game wird dieses Jahr. Und damit verabschiede ich mich, Leute. Schaut gerne in der Playlist rein. Ich mache nämlich eine zu Suicide Squad. Da sind alle Videos drin, die ich bereits zu Suicide Squad Kill the Justice League veröffentlicht habe. Und wir sehen uns bei einem
nächsten Video bald wieder. Lasst ein Abo da, falls ihr auch Suicide Squad feiert. Und dann kriegt ihr natürlich mehr davon mit, wenn ich wieder neue Videos dazu veröffentliche. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.